Von der Arbeit heim war er wieder gegangen und der zweite Part von sozusagen von der Osterbotschaft, wo ich euer Anfang hatte. Und der Hauptgedanke ist noch einmal, der war ich nur Golgatha. Für nun wird es vielleicht auch vorbei sein für Jesus, dass wir uns erinnern daran. Aber ich will uns einmal ein klein bisschen denken halten. Und dann war es eine eigene Botschaft, wo wir eben gegangen sind, die Zeit, wo er abgestorben ist. Wo wir verstehen haben, dass dort im Alten Testament durch die Bibel hat Gott den Menschen gelehrt, dort wurde immer, dort wurde einer kommen, was wird für ihn sterben. Da hat Gott von ganzem Anfang all durch die Bibel den Menschen gesagt. Er sieht das all zu armen Eifer. Er sieht das zu der Schlange, dort wird einer kommen, der wird die den Kopf zertreten und so weiter. So die Menschen wieder bekommen dort. Dann sagen wir armen Eifer, erste Kinder, aus der Opfer, dann deutet die Opfer für Gott, loben und preisen. Wie sind das ganz erste Aschelje Tier, was sterben muss, für die Menschen in den Sinn, wie dort, was Gott schlachtet hat. Und was er dort Lara brückt, haben die Menschen ihre Charbasch bedacht, wenn die heute sich eine Weiche angetrocknet, was Gott nicht interessiert hat. Und das geratzte Ding, wie was du anwiesen hat, dort Blut, was vergoten wird, führt zum Anfang für armen Eifere Sinn. Dort Aschelje Blut, dort Titel aller Hand, nur ein Tag, was Jesus kommen wird. So Vergangenheitsgeschichte lehrt uns, dort wahrscheinlich der Schub hat, wo der Engel danach den Nachricht brachte, dass Jesus geboren wird, der wäre in Bethlehem-Umgebung abgestab, wäre von der Schub hat, wo wir schließlich Luther waren sein, wo der Priester brachte, dem fehlerlösen Schub abfeide. Die ganze Geschichte ist wunderbar, sie hat alle Töpfe, der, wenn er, ihr schon seht, wenn einer immer war ein Mensch studiert in der Geschichte von Oster, dann denkt er uns mal so, na, nun habe ich doch mal alles begriffen, was der Banner ist. Nun hast du nichts, was nie mehr. Nun mal einmal dann sitzen, da war ein Banner, der in verschiedenen Umständen ankommen durfte, wo er nicht mehr seine Hafte Banner. So, von der Welt, als unser erster Gedanke ist, der Stalfeträda und der Kjriez. Jesus wird da, was in unserer Stadt um Kjriez hängt. Dort ein Aschelje Tier sterben muss, für die Menschen ihre Sünde, wird der ganz im Alten Testament mit den Menschen bekannt. Wenn es Gott hat von Anfang an den Menschen dort gelehrt. Nun sollen wir in den Tags, wenn wir uns die Bibel aufmerken, in Johannes Kapitel 1, Vers 19, oder 29, du sagtet uns das dort, am nächsten Tag sagt Johannes, Jesus, nur sich abzukommen und seht, check, dort ist Gott sein Lamm, dort die Welt ihre Sünden wahrnimmt. Es ist nicht wieder passiert, wo Jesus wie am Kjriez genäht, er wird der Stellvertreter von uns, der weiß, ein anderer wird, wie heute du sollt hängen, aber heute noch an sich stehen. Und als er ist abgestorben wird, dann schäme er an und sagt Johannes, er hat schon mir, das sage ich auch. Am nächsten Tag sagt Johannes, Jesus muss sich abzukommen und sieht, checkt, dort ist dort Lohm, dort die Welt ihrer Sünden wahrnehmen. Was hier wie ist, hier wie Jesus noch nicht gestorben, wie haben wir abgemixt. Jesus wie noch nicht gestorben. Dort wir, wo Johannes der Täufer sieht, das ist das, was er wird kommen. Das ist das, was er wird kommen und es steht für uns. So wie wir sehen, als für die Old Testament Menschen und in der Zeit, wo Jesus abgeirrt wird, wir Menschen mit den Gedanken, dass ein Tag wird jemand kommen, wo in der Stadt sterben, wenn es all die Tiere, die geopfert werden, die du alle noch haben. Wo wir noch sehen, als wird Fjackenfleisch, wenn wir in Vergangenheitsgeschichte studieren, dann wo wir vielleicht nicht so begriffen, dann ist, dort bei Jesus Schäum hatte der Priester eine besondere Gruppe von Schubhörd, wo fehlerlose Schub abfeiert hat in Bethlehem. Und Paulum Sonntag wurde dieser Schub alle nur den Tempelplatz gebracht, ab dem selben Tag Schäum Jesus Christus ab in Esel in Jerusalem dann geredet. So, dann jetzt hat er uns auch zu verstehen, dort, du wen wirst du sind ein Menschen haben. Als Jesus auf den Esel in Jerusalem dann kam, dann sagte er, dass die Polen blieb aufbrechen, ihre Kleider an den Tag sprechen, so Jesus mit dem Esel durch Eva redet. Dann war es nicht so, so viele Menschen wie in Jerusalem. Da hatte da noch wen, das große Passamol wird geführt, und dort Passalom wird kam in Bethlehem, dann, wo die Menschen ein bisschen blind waren, wo Jesus war. Zu der nämlichen Zeit wurde all diese fehlerlose Lame, die wir reingemerkt von dieser Schubhörde, wurde alle von Bethlehem in Jerusalem näher gebracht. Und das interessante Ding ist, dass Passalom, was Jesus ist, oder der Passalom, was wir heute gemerkt haben, dem Opfer in Gott sein Lohm, den selben Tag, den nämlichen Weg,
alle in Israel nennen, in Jerusalem nennen, zum das große Fass feiern. Diese fehlerlose Lama wird in Bethlehem abgefeiert. Jesus wird in Bethlehem geboren. Gott sein Lohm für Gott sein Blut für unsere Sünden soß, aber hier tau, all diese fehlerlose Lama, was wir abgefeiert worden von dieser gewissen Schuppert, was der Priester hat angenommen, und dort deute fern, die wurde bei hier zu alle in Jerusalem gebracht, und durch ihr Abfahrt, nicht im Jesus, und die dort erfüllt, den Schatten von dem Alten Testament. Nun, für sie wäre es auch nach Menschen, die ihre eine Lama abfeiern, ihre eine Tiere abbringen, die auch fehlerlos wäre. Da wird nicht alle bloß von dieser Schuppert, aber was wir sehen in der Vergangenheitsgeschichte, dort wäre die Gruppe von Schuppert, die fehlerlose Lama abfeiert in der Umgebung von Bethlehem. Als Jesus geboren wurde, dann sei wie dort wieder Schubhard in Bethlehem abgestarb. Und der Engel kam und brachte dir den Urrecht. Was die Vergangenheitsgeschichte uns lehrt, in Taubfoto, der als das wäre dein Schub, oder mein, das wäre dein Schubhard, wo so eine Lama abfeiert dir. Wunderbar wäre Rolle Taubfoto der. Und du wirst mir sagen, dass Jesus wie der Stellvertreter am Kjriez, so wie dort die Menschen wären nicht anbekommen, dass diese aschelige Tiere mussten fernsterben. Dort werden all die Lied ganz durch im Alten Testament. Und dann mit den Handwies, ein da würde einer kommen, wo das würde für uns stehen. Und als Jesus auf den Esel mang all die Lama in Jerusalem nennen redet, dann schrie die Hose an an der Heu, und Friede auf Erden den Menschen in Wohlgefallen. Podio Luther schrie, sie kriezi ihm. Wir drehen die ganze Geschichte an. Das Jesus wurde an sich steht und das ist da, wo er alle deit. In Johannes Kapitel 19, Vers 30, er sagt, und als Jesus den Wien Erik gekriegen hat, seht er, nun ist alles vor dich gebracht. Dann bürg er den Kopf auf und jäuf seinen Jäst ab. Die andere Geschichte, die ich nochmal sage, in der halben Jahr, wunderbar, wie ich gedacht habe, dass die Bibel sagt, dass Gott hat die Macht, und andere wird sie sehen, hat die Macht, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Als Jesus am Kreuz hängt, mit den Armen sich gespreit, sein Blut für Gott, für unsere Sünden schuld, und als alles vor dich wird, dann sagt er, jäuf seinen Jäst ab. Was interessant ist, dass unsere Sünden mir dort mehrlich, dass Jesus sterben kann. Aber danach sagt er, dann jäufe sie ihn jetzt ab. Dann jäufe sie ihn Leben ab von uns. Das ist nicht, dass unsere Sinn am Sterben mögt. Unsere Sinn mögt dort mehrlich, dass wir sterben können, wenn es ein Sünder wird in uns steht. Nicht, wenn es wie ein Sünder wird. Die Bibel sagt, dort in der Sinn, das wird dem Tod über den Mensch bringt. Und für uns ist dort so, nicht, wenn Jesus wie ein Sünder wird in uns steht, wir sind fähig zum Sterben, körperlich. Und als er dort ist fähig, wie er dort in unsere Sinnen hat auf sich genommen, dann sagt er, dann jäuf er seinen Jäst ab. Ab einer Stelle sagt er, jäuf seinen Jäst in Gott seine Heim. Ein anderer wird gesagt, dort wisst noch war er, dass Gott hat die Allmacht über dem Tod. Als er ist ein Sünder geworden, wie er fähig zum Sterben, aber dann sagt er, dann jäuf er seinen Jäst ab. Dort wisst noch einmal, dass Gott läuft noch einmal die Allmacht. Gott hat noch einmal die Allmacht Kraft über alle. So die Stellvertreter am Kjriez. Das nächste, was wir sehen, ist, dass der Kjriez einmal in Ferme. Der Pharisch in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18, sagt uns, es steht, weil Christus starb, auch einmal für alle unsere Sünder, der Erreichte für die Erreichte, dass er uns mit Gott totbringen kann, sein Körper wird dort gemerkt, aber sein Geist lebt wieder. Wo wir sehen, als Petrus lang Luther sagt, dort das Jesus, wo am Kjriez hängt, vor uns steht, der kommt einmal an, bloß für einmal in Ferme. Nicht im Fehlmal gekriegt worden. Bloß für einmal. Nun sind tausende Menschen gekriegt worden, für Jesus in der Zeit und auch nach dem Teil nur Jesus in der Zeit. Und so viel ist vergangen, hat die Geschichte an Sonntag verstanden, als niemals ein Mensch zweimal gekriegt worden. Da muss sein, was passiert, was nicht erst in der Geschichte hingekommen. Aber das Jesus scheint auch bloß einmal zum der Rolle durchgegangen. So, dass ich und du können gerat worden, zum Anzwar ein Taub bringen mit Gott. Ich will dir ein klein bisschen Hintergrund geben. In den Räumen, wenn ein Mann gerecht wird, wenn dort häufig Verbrecher, wir mussten erst in Gefängnis nennen. Und dort sind wir bekannt, für hier können wir sie gehen. Wenn ein Mensch wird, für was
fangen wir der Wahrheit an, das erste Mal den Gefängnis an. Nein, und dann geht das gerecht los. Und kriegt sie wieder dann, wenn er erst die Strophe getreten hat, was am traf, dann wird du eben geschrieben, dort als vor dich geworden. Dieser Mensch brauchte niemals mehr bedürfen, dass diese Schuld jemals wieder frisch abkommen würde. Der Grömer hatte das sehr klar. Noch ein kleines Ding, was ich interessant fand, was wahrscheinlich wäre, wenn ein Mensch in Gefängnis eingestellt wird, in der römischen Zeit, und ja, der römischen Regierung, in das Gefängnis, wo die Bände wären, du fährst wie ein Sadel ohne der, du wirst Kreckbube beschreiben, was diesen Sinn Schuld wäre. So jeder Mensch, der ein Gefängnis nennt, in Fibien, der weiß Kreck, warum jeder Mensch, der du Bände wäre. Das wird Vergangenheitsgeschichte uns lehrt. Wo wir sehen, als da, wenn die seine Strophe getreten hat und die Brücke nicht getreten sich war, den Wort der Strophe gibt, dann schreibt man und schreibt über den Sadel, über dort ist vor dich. Es cancelado, kann man sagen in Spanisch. Dort ist vor dich. Und wenn dort über geschrieben wird, dann wird das Mensch rückgelassen und der Mensch kann freigehen und der Brücke niemals mehr durch, dort das wird jemals mehr in seine römische Regierung eins abwiesen. Die wir frei los von dort. Wenn wir dort betrachten, dann sehen wir noch, wie die Geschichte bin, als Jesus am Kreuz hängt und als er alles getan hat, dann sagt er dort als vor dich. Und Jesus hat alles von der Vergangenheit in der Zukunft, alle Menschen ihre Sünden schuld, rein alle ab sich genommen. Und das rein alle betont. Wenn du die Tolling angenommen hast, was Jesus durchdeut und schreit für deine Sünden, brauchst du niemals mehr Türen an deine Seligkeit. Du kannst nicht verloren gehen, nur dort, wo du gerät bist. Weil wenn du kannst, was du nicht kannst, wird Jesus weiter sterben machen, die war erraten. Wenn das möglich wäre, wir können unsere Seligkeit verlieren, dann wird dort einmal und vor allemmal nicht so. Dann wird Jesus immer wieder mal zurückkommen und sterben für die Menschen ihre Sünde. Eben für uns. Wo die Bibel sagt, dann sei es einmal und vor allem gestorben, hat dort vor dir gemerkt, alle betont, du hast nicht mehr ewig geblieben und die Menschen, die Jesus annehmen dürfen, die sind korrekt so versichert, für einmal und vor allem. Nun, unsere Abgabe ist, als wahre geborene Menschen, uns Hand geben, dass Gott uns Brücke kann. Die nächste Idee ist, die Räume brückten dort Kriegs, dem die Menschen schrecklich zureiden und danach haben sie es nicht. Das war eine von den ersten Dingen, die in der Vergangenheit lange Eier der Regierung hat angefangen, weil Menschen zu tun lernen. Als die Römer in der Regierung wären, in der Römer-Tit, die deuten noch nicht betau. Das ist schrecklich sehr verpitschen, die Menschen zu zureiden. Das war ein großer Port, wo die Römer noch zu deuten, für die, um sie es nicht wird. Wir sehen in Johannes Kapitel 19, ein der saß, wo ich mal sage, du lest, sage, dann nahm Pilatus Jesus in Leid am Verpetschen, und die Soldaten flachten eine Krone von Stachels und sahen ihm die ab den Kopf, und hangen ihm einen blauroten Eberrock an. Drei sage ich dann, sehen sie, wie reißen die Judenkönig, und sie schlugen ihm ab den Backen. Pilatus ging noch einmal rüht und sagte an, check einmal, ich bringe den Rüt, dort die seinen kennen, dort ich keine Schuld an Anfang. Jesus schaim Rüt mit einer Stachelkrone auf den Kopf und einem blauroten Eberrock an. Und Pilatus sagte an, check, was für ein Mensch. Aus den Hohenpriester in deiner am Sagen schreien sei, und dort schritt's mir an, und dort schritt's mir an. Pilatus sagt, nehmt die Arm und schritt sie an, weil's ich fing, keine Schuld an Arm. Die Römer hatten eine Wahrheit gefangen, Menschen mit Angst und ihre Kontrolle zu holen. Da hatte er noch mal die Kriegsjung. Jesus, wie er prophezeit hat, er würde am Krieg gehen. Er würde sein Leben geben für uns. Wobei wir sehen, dass die Römer brückte dort, um die Menschen schrecklich zu erteilen, in eine große Angst einbringen, sodass keiner sich würde jenen entstellen. Dass keiner würde sich abstellen, jenen ihre Regierung, was sie sehen, würde die tun. Noch ein Ding, was wir sehen, wenn der Römer erst vorig wäre, mit den Menschen verpitschen, sagt uns Vergangenheitsgeschichte, dass nicht sehr leicht eine Person jenkt du weich von dem Po. Das verpitschen wir nicht, um den Menschen dort merken, das würde ihm auch nicht dort merken.
But the picture what they brought to be a sign gestalt that they died the all the clean muscles from the arm, rein all the verrieten in 2 Merken. They had so graslich grote weide, it was in ganzen Charpa, that the mensch do nicht kun weichgone. Gewöhnlich wat wart as wenn die den verpetschert deide, die hatte dem in einem Polo an die Bunge mit der Ormsen Hech. Und gewöhnlich wat passiert, dass ein Soldat fängt von eins sieht an und fängt den an zu verpetschert von unten, von der von Buben rauf. Und der andere Soldat steht an der anderen Seite und fängt den an zu verpetschert von unten Hech. Und wenn das noch nicht genug wird, dann deutet sie von unten ganz bei Buben und der andere ging von Buben ganz bei unten. Du hast gesagt, weil du es so gut sehen, wenn der Räumer ist an dem Pol vor dich wieder mit einer Person, nicht sehr leicht wie jing du weich. Mirste Körper du weich, wenn sie noch können, in einem sehr großen Port, wo du Fütte schlappt. Die wäre noch lebendig, aber die wird du weich geschlappt. Wenn wir so ein klein bisschen Bild malen, dann wird grausam, wird schrecklich, dass die Leute haben, dass das Blut alle haben. Sind nur Menschen, die dort deuten, ich kann mich nicht feststellen, wie kalt die was sind. Dit ging jeder Mensch durch, warum Kjriez nun ging. Aber hier wir ans Rara, ans Jesus, Gott sein perfekter Sehen, ging der Rolle durch für uns. Das sagt uns nicht unbedingt, als heute wach ging, oder am der Wort wach geschlappt, wie seine Leute an, heute wir waren auf der Bein, und am Wort nach Port von dort Kjriez auf seinen verschleunen Regen abgebungen, und dann ging er noch, so wie das er dann kann. Die war in Golgatha, wie gleich leicht für Jesus. Und da ganz weißt du noch, wie er dort in Sünderworten an sich steht und getrennt wird von seinen Vorderfen stolz. Die nächste Idee, was wir sehen, ist, dort bleibt nicht durch. Die Sicht im Stand aufblieben, ist in den Eichstein. Jesus stand ab. Am Wort in Grafen eingelegt, am Wort all dort gedohne, was die Kultur dann wir und die Gewohnheit dann wir. Aber er bleibt doch nicht. Wir sehen in Psalm 118, 22 und 23, sagt, dass der Stein, den die Bühler verschmähten haben, erst der Eckstein geworden, dort haft der Herr gedonnen und erst Wunder für unsere Jugend. Wir sehen in Psalm es redet davon, wir sehen im Neuen Testament redet davon. Das Eckstein. Nun werde ich ein klein bisschen Hintergrund geben von denen. Nur die jüdische Tradition, der Eckstein, wo Trache hakt, wie für den Tempel, wird 970 Jahre vor Christus nur die Stadt gebraucht, wo der Tempel soll gebüht worden. Das Tempelplatz wie da, wo Abraham hing, sein Sehen abfrau. Der Burg Moriah, wo nachher der Platz wird, wo David den Tempel bürdet. Von der schon da hat ganz Jerusalem essen, rum den Tempel gebüht. Ganz Jerusalem essen, rum den Burg. Dann, als Abraham da Hand ging, dann wäre er alle Stabland. Fenster, Barsch, nicht bewohnt. Aber Gott hat David, oder David wollte sich ein der heiligen Versicherer von Gott eingegeben, dass er soll einen Tempel bauen. Er mögt den Projekt ganz reit, aber dort bleibt nicht in seinen Hängen, wenn seine Teaching zu hängen mit seinem Leben, er jäuft das eben nur Salomo. Und wir sehen in der Vergangenheitsgeschichte, dass das Eckstein wird vor der Reut gemerkt und da Hand gebracht, wo der Tempel soll gebüht worden. Und dann sagt er uns, dass das, so aus der Geschichte geht, das Stein wie ein Stich, als sei an den Tempel bühen deuten. Der wird ein Stich. So die Worte sind gerollt. Und dann sagt wie dort diesen Jahr Lothar sagt, Petrus, dort das Jesus ist der Eckstein und so aus der dann ein Stich, wie sie da einen Menschenarm von der schon da in den Stich riemen. Die gleiche den nicht. Die gleiche nicht Jesus. Ich gleiche den auch nicht. Für 23 Jahre in meinem Leben gleicht er gar Jesus. Ich schaff den nicht den Stich, ich roll den nicht den Stich und ich ging durch Rahmen und meinte noch, ich handakte, aber dann noch, ich will nichts von dem. In der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 11 und 12, sagt es dir, das ist der Stein, den die Bühler verschmeiden, der zum Eckstein geworden ist. Und du hast auch in 6 Scheinen Radung, weil es uns Menschen als unter den Himmel 6 Scheiner Nomen gegeben, der den wir kennen, selig waren. Das Jesus ist der einzige Eckstein, wo die Bühle dann verschmiedet werden, wo die Menschen nicht noch verschmiedet werden, wo Jesus selbst ist. Aber das ist der einzige Eckstein, der Jesus wird abgestohlen ist, wo die Bibel dann sagt, ist der einzige Nomen, wo jemals ein Mensch geraten hat. Und dort ist Jesus.
Das heißt, das ist der Stein, den der Bühlied verschmeiten, der zum Eckstein geworden ist, und du hast in sechs Scheinen Radung. Weil uns Menschen als Unja den Himmel sechs Scheinen gegeben hat, Jesus. Wenn wir denken an, was Jesus alle getan hat, abgestohlen ist, und der Radung, was wir nun haben, dann soll uns dort wirklich von einzig traurig machen, was wir durch müssen von uns, wie wir uns das Frieden, Frieden, Hoffnung in der Zukunft, wo wir uns nicht in uns Gedanken von der ersten Tag begriffen können, wo wir sind. Der nächste Gedanke, den wir haben, ist, der Sieg auf Golgatha ist uns gewinnen im jässlichen Gericht. Wenn Jesus der Rolle der ging von uns, im Gerufenen ging, abstund nur drei Tage, in Tränen und Himmel gefahren ist, habe ich und du in das jässliche Leben und gewinnen. Ich habe mir leider die Geschichte erzählt, bei einer jungen Person, die eine Person, da hat er die Offenbarung durchlesen. Das erste Buch, das er durchlesen hat. Und als er die Offenbarung durchgelesen hat, dann kam er nur ein Prediger und wieder ganz abgebracht. Er hat die Bibel, ein Buch durchgelesen. Und fragte der Prediger, was für ein Buch hast du durchgelesen? Er hat die Offenbarung gelesen. Der Prediger wird ein bisschen abgerechnet. Na, hier die Offenbarung für eine Jerusalem war eine Person. Aber das junge Christ wird so abgebracht. Er sagt, ein Ding habe ich gelesen, durch die ganze Offenbarung lesen. Ich und Gott wurde gewonnen. Doch habe ich klar. Heute in Gott würde ich werden. Wenn es Gott wie in uns sehen sieht. Und dort siehst du das. Und dort, wo traurig zu lassen, hat die Geschichte, was Jesus von uns da geht, er ist abgestohlen und die sehe ich erst dort, wie wir werden. Dort haben wir uns auch verloren. Apostelgeschichte, Kapitel 9, 5, der ich saß. Du sagtest uns das. Dann seht ich, das wo Paulus Jesus begehen. Herr, wer bist du? Und er sagt, ich sehe Jesus, den du verfolgst, aber nu, ab mit dir und steh ab deine Feit, wird ich sie gekommen, die aus meinen deiner Unterstallen, dort du von Zeilen hast, wo du all gesehen hast, auch du von wo ich deiner Wiesen war. Wir sehen dort die Welt, wir sehr begonnen und sehr begeistert um Jesus, als ein kleines Baby wir. Der Schub hat schon mal besiegt, andere Menschen schon mal besiegt, der Stirnforscher schon mal besiegt. Der gleichte das Baby Jesus, wenn es die Leute sagt, und es ist ein Baby da, der gleichte auch all die Wunder, was Jesus tut. All die Wunder, Menschen gesund merken, viele Menschen Ehre geben und die Wunder machen, da gleichte der alle sein. Aber da dreht sich alle an, als Jesus ernst anfängt zu sein, dass sie musste sich bekehren, sie wären Sünder, aber war ich nur heil, sie wären sinnvolle Menschen. Dann fängt er einmal alle an zu drehen. Besonders in der letzten Zeit von seinem Leben muss er von einer Stehen oder anderen haben, wenn es die Wirren am alten Zeit hier an, will er ihn anbringen. Aber die Zeit wird noch nicht durch. So wie seine, dass Jesus von einer Zeit sind, sollte Baby wie ein Mensch aller Gleichte, wenn sie viel Geld für ihn deut, wird der letzte, der gerade dafür ihn fährt. Wenn sie sehen, wer sie wären. Und so geht das von der ersten Tag von uns auch noch. Solange wir anbetiert sind, dann gleich wie vielleicht die Geschichte von Jesus, wie gleich alle die Geschichte von dem Beben, von den Wunderschönen, die Tekens, die alle getan haben. Was so froh ist, jemand uns sagt, wir sind Sünder, wir müssen Jesus annehmen, alle, was ich bei mir getan habe, als nicht und war nicht, als bin mehr Schade für mich, ich muss ein Glaube Jesus annehmen, dann da ist es das. Ho, nicht wach mal bitte. Das finde ich auch noch krank so. Ich bedanke mich für all die, die Jesus angenommen haben. Aber wir machen alle Tischstunden, wir sind in Zeit, wo wir uns stiepern deiden. Ja, wir wissen von diesem Jesus, wir wissen von den Wunder, uns interessiert auch von den Lesern. Aber was die Schrift uns überzeugt hat, wie ein Sünder wäre uns fehlt Jesus, und wir auf der Weih nur erhalten, das Leben, wo wir führen, wir ein sinnvolles Leben, das gefällt Jesus nicht, den Herrn nicht, dann darf es auch noch wachen werden. Das ist nicht, was ich will. Aber jeder Mensch, was ich nennen darf, in Hand jaft, der wird ein, wo er das, sich an mit Gott. Sie den Jesus, wo die Welt nicht lieben kann, in verfolgen der, als den nehmen ja Jesus, wo ein, aus ein kleines Baby wird. Das Jesus, als jen sexueller Missbrauch, Mörderin, Hass, Hot, Stalt, Chenja auf Doktrin, Hexerei, Hassen, Sinn, wo immer alle mit Sinn, der dort, wo er jen ist. Und dort, wo die Welt läuft. Wenn die Welt sagt, die Bibel sagt uns in Johannes, dass die Welt hat, die Distanz, was dort Licht. Solange es ich in den Diensten leben will, will ich in deiner Hobby, will ich nichts zu tun haben mit dem Licht.
Mir denkt noch Gott ein Tag, als ich sehe, ja, das ist alles gerechte Menschen. Ich glaube, sie gerecht zu sein. Ich glaube, sie gesäulich zu sein. Mir denkt noch krank, wo ich stehe. Wenn dir nicht lange lauter, dann wird es nie viel ändern. Heute wird es selbst gerecht, dann ja, dann wird es Gottes gerecht. Du musst bloß im Glauben angenommen. Was ist es noch einmal, ihr wisst, mein Mensch? In der 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt es, all die den festen Willen haben, aus Christen fromm zu leben, müssen mit Verfallung rechnen. Du hast keine andere Wahl. Wenn wir wirklich Jesus angenommen haben, wirklich dort ab vom Kreuz angenommen haben, in Glauben, dass Jesus als abgestohlen trägt und Himmel vor, wo er zurückkommt, er hat mir ein wird Leben gegeben, ein Tag, wo ich mir am Sinne in Ewigkeit, wenn wir dort wirklich von 100% von heute Glauben vertrauen und dort leben, und wenn wir glauben dort, dann wird das Verfallung geben. Und weil die Verfallung war, nicht viel mehr von dir kommen, was nur von Gott will. Das sind die, die sich nach Glauben religiös zu sein. Wo sie nach Glauben Glauben zu haben an Gott. Von dir viel euer noch. Der nächste Gedanke, den wir haben, der sich auf Golgatha, jef uns den Drief zum Dries zu sein. Wir sehen in Apostelgeschichte Kapitel 4, 19, Vers 20, du sollst wie diesen Tags. Über Petrus und Johannes reden, recht für uns selbst, oft dort in Gott seine Augen reicht es, dort wie Maya nur Jüngerchen aus nur Gott, weil wir kennen nicht anders, als du von reden, was wir hier in ihr Seinen haben. Diese Apostel können bloß nicht still bleiben. Was er alle durch wird in ihr Sein hat, in ihr Hirt hat, und mit Jesus Tod belebt hat, du wirst schon erwartet, dass sie können still bleiben. So schaut es von der Seite nach, wenn wir wirklich Jesus belebt haben in unserem Leben, du hast nicht, dass wir keine Stelle bleiben. Eine Weiche, der andere Weiche, wo das rauskommt. Wenn wir wollen, das christliche Leben führen, wo wir sagen, ja, wir sind diese Wahrheit, wo die Menschen, aber ich will nicht so viel abreden, diese Jähne, ich will nicht so viel Jähnstoß haben, ich will nicht so viele Menschen Jähnstoß sein, ich will mein christliches Leben mit so Stelle leben, so dass keiner das Antwort. Huch, das geht schon, nicht? Ich habe gesehen, über die Jahre, die Menschen, die Christi leben, weil sie still leben, die leben in so einer großen Unfriede. Es war der Jesus Gottes, du wirklich nicht getragen hast, und der ich glaube, nicht gekommen hast, dann schafft er nicht, dort die Kerne in Stelle Christi leben führen. Man tut nur, was Gott uns begabt hat, soll wir dann anwenden, was Gott für uns hat. Dieser Apostel hat die keine Zeug. Der hat auch kein Zeugengebiet. Nicht Zeug, vielleicht auch eine Gruppe von Menschen, aber der hat nicht ein Zeugengebiet. Wo die Handjinge wie nur die Synagoge, wo die Predigt hat, wo die Handjinge wie nur die Jüdischschule. Dort, wo die Handjinge predigen. Der hat nicht eine Gruppe oder ein Gebiet, wo sie Handjinge, wo sie wissen, das ist unser Gebiet, hier war ein schöner Boden nicht. Der hat dort die Zeit nicht so sehr verstanden. Dort schon mal Lothar, wo die Gebiete abkommen. Sagen die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben alle ihre Anbetsplätze und so weiter. Und was dieser Apostel abkäme und der Jesus neu gefällt wird und die fangen an, diesen Jesus zu predigen, den gekriegt ist, den Jesus, dann schauen wir zusammen, die haben wirklich keine stehen, mehr, wo die Tüße hier und wo die können, wird angenommen, so wie das Gebiet ging. Aber der Jünger am predigt darüber Gottes und redet die Welt über Gott. Und das wird von der Schnapp passiert. Wenn wir Jesus ausleben, dann, wo er von uns getan hat, dann werden Dinge passieren am uns. Du werden deine Sehnungen passieren, deine Freude passieren, du werden deine Jähnstand sein. Wir haben ein Glück gesehen allen Zeit. Und die Engel voll hast, ein Tag, wo er für Jesus getan hat, sagt, das werde ich alle für dich haben. Wenn du hast, mit drei neue Feinde. Du hast dich nicht mal bloß Hand gegeben, als dort eigentlich die Rade kann, sondern du hast die Brücke lassen, solange du hier wirst. Und du willst ganz Motor sprechen. Wir sind Jesus, schäme auf diese Erden ab, auf diese Welt ab, für eine Ursache. Zum Gott sein Plan erfällt, was Gott geplant hat für ihn, zum uns Rade. Und er merkt das vor euch. Warum Kjriez? Die Bibel sagt uns, wir ganz warum Kjriez trü. Der Herr Jesus lud die an, in Glauben am Unternehmen, wels Jesus hafe, diene steht, um Kjriez genommen. Als Jesus sehe dort erst vor dich, dann erst du nicht andret ewig, für uns selbst aus dort Glauben in Unternehmen. Jesus ist der Vermittler zwischen Gott und uns. Wir sehen in Timotheus Kapitel 2, Vers 5, wels du erst ein Gott und du erst ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht. Der Mensch Christus Jesus. Du hast bloß einer. Bloß einer. Der andere sieht, was wir sagen, und was wir können sagen, so hast du Jesus den Eckstein all bejahend in dein Leben. Jesus ist dein Rader und Herr
Jesus aus den Radern her haben in dein Leben, kämpft mit einem Erfolg. Du kämpft sehen, du kämpft eine Belohnung ein Tag im Himmel, aber du kämpft auch keinen Stand hier. Kämpft auch noch dort. So du hast Erfolg, du hast sehen, du hast Belohnung und du hast jeden Stand. Kämpft alle in das eine Park mit dem. Noch ein Erfolg, so ich Gott sehe, ist jeden Stand und wir wollen dort beleben, wenn wir Jesus nur feiern. Wo der war, nur Golgatha, wo Jesus von uns denkt, hat die und mir alles gegeben, wo recken die Brücke, dem dreist verweich können, mit dort, was Gott die und mir verbeguft hat. Wir haben uns auch nicht im Gebet. Wenn es vor den Himmel, wenn wir denken an, was Jola der ging, wenn wir über die Hand besiegt stehen, oder dass von der ersten Tag nach uns entgeben, dass wir besiegt stehen, wo Menschen verpitcht werden, so dann, und dann noch nur im Krieg gelebt, wo wir würden mitgehen. Nur alle Teutschecke, dann würden wir vielleicht nicht genug Nerven haben, nur alle, der ich sagte. Aber da wir nicht mehr alles, Herr Jesus. Dort du in Sünder warst, in uns steht, getrennt warst von deinem Vorrat, wie das ganz Weiste für dich. Da wir selbst den Wort uns sagt, und wahrscheinlich hilft uns den Wort an zu verstehen, den Tag oder den Moment, wo du gestorben bist, in einem Graf wirst, ging deine Seele in Jesper in der Halle und weiß sich durch noch. Und dort ging alle wehen, dort du, Herr Jesus, jede Prophezeiung, die von dir geredet wird, gesagt, wie in Erfüllung brauchst. Und du wirst gehorsam, dem jeder Port vor dich merken. Dankeschön, Herr Jesus, für seine Seligkeit. Dankeschön für uns den Sieg geben, den Brief, der ich dem Heiligen Jesus. Möcht den Wort von der uns war angeredet habe, in uns sehen geben, in uns sehen, der hier weg. In Jesu Namen. Amen.